Willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren indirekten Trophäentipp, nämlich der rote Augapfel, woher den bekommt, etc. Pipapo. Da muss ich ein bisschen jetzt weiter ausholen. Normalerweise, wenn ihr zum allerersten Mal hier in dem Spiel seid und zumindest hier schon wart, an der hohen Mauer von Lodrick, also das erste Gebiet, in das ihr hinkommt, zurück zum Feuerbrandschrein geht, steht Leonard hier. Na? Den einfach ganz normal durchlabern, was er so alles zu erzählen hat. Dann bekommt ihr hier 3 oder 5 von diesen hier geborstenen roten Augapfel, das natürlich nur einmal Gegenstände sind, mit dem ihr einmal eine Welt invasieren könnt. Aber hier geht es jetzt um das hier, nämlich permanent nutzbar, der rote Augapfel, also unendlich von diesen geborstenen roten Augäpfeln. Na? So, wie gesagt, labert hier das erste Mal alles durch hier von diesem netten Kerl Leonard hier. Nett in Anführungszeichen. Genau, und dann, sobald ihr einmal diesen fluchverderbtes Großholz, also diesen Riesenbaum, besiegt habt, den ihr hier in der Sinkengrube dann zum Schluss bekämpfen müsst, hinter der abbruchreifen Brücke. Genau, sobald ihr den besiegt habt und dann noch zusätzlich hier mindestens eine bleiche Zunge habt, die bekommt ihr natürlich unter anderem durch PvP, beziehungsweise auch lässt sich das finden bei dem Siegwart von Katharina, bei dem Aufzug. Quest, mehr oder weniger, also die komplette Questreihe habe ich natürlich auch als Trophäentipp. Da müsst ihr ja schlussendlich gegen den Feuerdämon kämpfen und genau dort liegt auch so eine bleiche Zunge mit, die ihr einsammeln könnt. Alternativ zweimal in der Kathedrale der Tiefe findet ihr auch nochmal 2. Eine ist davon bei den 2 Riesen, die unten in dem Sumpfgewässer im Schloss direkt drin sind. Na, da dann in der Nähe einer Treppe liegt eine bleiche Zunge. Genau, die andere ist oben auf dem Dach, da müsst ihr einfach den kompletten Weg entlang latschen. Dann findet ihr auch nochmal eine bleiche Zunge, aber im Normalfall habt ihr die automatisch eh auch schon eingesammelt, soweit ihr größer das alles mitnehmt. Und sobald ihr diese Gegenstände habt, findet ihr Leonard hier oben. Genau, da steht er hier an diesem Thron. Genau, hier alles durchlabern, na, und ihr bekommt den Aufzugsraum Schlüssel. So, ja, passt schon, bla 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 bla. So. Ja, der steckt uns natürlich jedes Mal zum PvP an, er ist nämlich so ein PvP-Hansel. Gut, mal so viel zu dem. Sobald ihr jetzt natürlich den Schlüssel habt, müsst ihr hier zu dem Boden der Hohen Mauer, Hohe Mauer von Lodrick, Entschuldigung, dahin müsst ihr, Hohe Mauer von Lodrick. Und ja, sobald ich jetzt den Ladebalken übersprungen habe, sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir jetzt auch schon wieder da, Hohe Mauer von Lodrick, wie gesagt, da müsst ihr hin. Und ich latsche jetzt einfach mal den Weg so, wenn ihr noch keine Shortcuts habt. Der Teil ist ganz normal von Anfang an. Den einen Weg da lang. Viele Optionen habt ihr hier ja noch nicht. Dann straight direkt hier runter. Na komm. So. Also einfach zu merken, den Weg entlang dann da überall runter, wo es runter geht. Und wo ihr nicht stirbt. Ja, genau. Dann hier an diesen ganzen Mannequins alles vorbei. Die töte ich alle jetzt mal noch nicht, weil die sind nicht relevant. Wo man unbedingt groß töten muss. Was ich euch natürlich empfehlen würde. Der hier kann euch tierisch auf den Piss gehen. Was war denn das gerade? Lol. Ja, deswegen empfehle ich euch da gleich mal hier diesen Ritter damit umzuschlachten, wenn ihr das Ganze vorhaben solltet. Weil der nämlich hier sonst gewaltig pissig wird. Beziehungsweise euch so lange hinterher rennt und penetriert, dass es nur noch feierlich ist. Eieieiei, was ist denn jetzt hier los? Ja, so wie es jetzt gerade in meinem Fall ist, na, nur dann halt noch aggressiver. So, gut, jetzt haben wir das auch gleich. Wie gesagt, also den hier würde ich hier euch auch raten, hier mit umzuschlachten, weil der euch dann komplett folgt bis zu dem Aufzug, wo ihr den Schlüssel benutzen müsst. Und das nervt einfach nur. Das war aber in dem Fall auch nur Kandidat Nummer 1, den ich hier euch raten würde zu besiegen, weil der nächste ist nämlich der gleich hier unten, wo ihr dann wieder eins runter müsst. Der hier kommt auch schon. Den auch am besten noch mit umschlachten. Oh, was hat der Schönes drin? Ah, Müll. Gut, so, dann habt ihr nämlich hier, na, direkt ganz hier unten, da sind wir gerade runtergeplumpst hier, diese kleine Leiter hier runter, die Möglichkeit, den Aufzugsraum Schlüssel zu benutzen. Hier habt ihr den Aufzug, einfach da reinsteigen. So, und unten ist nochmal so ein toller Dark Wrath, den man ja hier auch umschlachten könnte zum Farmen für das Finsterschwert, das ich hier jetzt gerade momentan ausgerüstet habe. Genau, da vorne steht er, der Gute. So, den müsst ihr natürlich besiegen. Klar, brauchen wir nicht groß drum rumreden. Ja, wie man sieht, ne, der ist gut aggressiv. Ja, geht aber auch ohne Probleme eigentlich im Normalfall down.
hier die Leiche dann plündern und dann habt ihr hier drin nochmal eine bleche Zunge, die ihr auch vorher dem anderen geben müsstet. Also dem Leonard geben musstet, dass ihr überhaupt den Schlüssel bekommt und nochmal die Finstermaske und im Normalfall dann auch, ich habe den jetzt halt leider schon, ne? Diesen hier, den roten Augapfel, der ist hier auch drin. Mit dem könnt ihr hier invasieren, was das Zeug hält, ohne hier, dass der Counter runtergeht auf 0. Das Ding ist dauerhaft nutzbar. Gut, das war's zum roten Augapfel. Ne, viel Spaß damit beim Leute ärgern. Haut rein. Servus. Ciao. Vielen Dank fürs Anschauen meines Videos. Falls ihr noch mehr Tipps oder Tricks benötigt, klickt einfach auf den Playlist-Button. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liked, teilt und mich abonniert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Haut rein.